Willkommen zurück zu Diablo. Ich habe einfach mal da weitergemacht, wo wir waren, also in dem gleichen Spielstand, was den Vorteil hat, dass das Level unten nicht neu aufgebaut wird. Bin schon mal zur Adria gegangen, habe ein paar Erfrischungen gekauft und werde jetzt noch den Stab entsprechend wieder laden lassen. Das macht immer Sinn. So, repariert habe ich, glaube ich, eben schon. Und dann können wir eigentlich auch gleich wieder runter. Und mal in Level 3 gehen. Brauche es nämlich nicht neu suchen. Das nächste Mal. Haben die anderen hier eigentlich noch irgendwas zu sagen? Nee. Also, zu dem vergifteten Wasser hat er dann wirklich nur Pepin was zu sagen und hat uns diesen Ring gegeben. Die anderen haben dazu dann nichts zu sagen. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Und wollen mal schauen, vielleicht finden wir gleich den nächsten Wegpunkt. Wäre ja auch ganz praktisch. Wie gesagt, ich habe das Level jetzt einfach bestehen lassen. So dass wir dann einfach direkt hier runter können zu Level 3. Und schon wissen, wo das ist. Wir sollten nur auch richtig laufen. Idealerweise. Lauter zersplatterte Monster. Ah, da ist noch eine Kiste. Die habe ich doch tatsächlich übersehen. Da war noch Geld drin. So geht's natürlich nicht. Man sollte immer noch ein bisschen übrig lassen, damit die Wege nicht so langweilig werden. So. So ist natürlich alles geplante Absicht hier. Down to Level 3. Dann schauen wir mal, auf was wir da treffen. Ich weiß gar nicht, ist der King Lyric schon in diesem Level? Es wurde gesagt und ich wusste es auch mal, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ah, der hat mich nicht getroffen. Und der da steht nur blöd rum und ist nicht tot, wie ich das eigentlich geplant habe. Der hat tatsächlich 3 meiner wertvollen Schüsse gebraucht. Frechheit. So, ich denke mal, wir werden hier auf Blitze gehen, je nachdem wie viele da kommen. Für einen jetzt wohl eher nicht. Wobei die dann doch jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen mehr einstecken. Und auch austeilen. Also machen wir das auch mal. Wir teilen ein wenig mehr aus. Und versuchen uns nicht von Pfeilen durchlöchern zu lassen. Aber wir haben ja noch diesen Zombie. Der kann sich ja mal darum kümmern. Und ich werde in der Zwischenzeit hier diese äußerst wichtigen Kisten, ich sage immer Kisten, ich meine Tonnen, klopfen. So, unser Zombie ist natürlich ganz hervorragend. Der wird das, oh nein, das ist ein Special Monster. Und jetzt kommen sie auch schon alle. Und das Mana ist schon wieder alle. Okay, das scheint immun zu sein. Sei ihm gegönnt, aber gegen Holy Bolt ist er garantiert nicht immun. Wusste ich doch. Ja, die ganzen Skelette sind sehr anfällig gegen Holy Bolt. Und ja, ich werde gleich diesen entsprechenden gelben Gegenstand da mitnehmen. Aber erstmal hier noch kurz für ein wenig Ruhe sorgen. Eine Healing Potion. Die nehme ich tatsächlich auch mit. Sinnigerweise. Weil ich habe doch ein bisschen auf die Mütze bekommen. Ja, logisch. Also je tiefer man halt ins Level absteigt, logischerweise, desto schwieriger werden die natürlich auch. Aber gut, das ist hier immer noch alles im Rahmen. Bei Diablo 1 macht es dann halt auch manchmal die Masse der Monster. Also so ein einzelnes Monster ist dann nicht unbedingt das Problem, die Masse dann vielleicht schon. Und da ich schon immer so unkoordiniert war, wie heute, ja, wird heute vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Ja, war das für mich schon immer ein gewisses Problem. So, die blöden Fledermäuse auch nochmal wegkillen hier. Ja, es gibt schon mehr Geld. 35 Goldstücke, schon mal ganz okay. Da hinten sind wieder Skelette, werden wir die mal so beseitigen. Und entsprechend Holy Bolt nehmen, den klopfen wir aber so um. So. Ah, schon wieder kein Mana mehr.
Den werden wir mal so umklopfen müssen. Na, das hat ihm noch nicht gereicht. So, jetzt ist er auch hin. Ja, hier sitzt jeder Schuss. Perfekt. Getimt. Ups. Ja, ich brauche dann noch ein bisschen Heiltränke und schon wieder daneben getrunken. Muss mir nochmal irgendwie was ausdenken, was ich hier mache. Mit der Tastatur. So gefällt mir das irgendwie nicht so ganz. Das ist ja bei Diablo 1 so, dass man sich die entsprechenden Skills auf die F-Tasten legt. Und hier ist die Anordnung einfach anders. Und das nervt. Ein wenig. Ja, schön, dass ich mich wieder heile. Das habe ich wohl auch nötig gehabt. So. Haben wir jetzt aufgeräumt. Haben wir. Da ist aber noch irgendwas. Manchmal hilft es auch einfach so ein bisschen grob in die Richtung zu schießen. Das reicht manchmal aus. Irgendwas fällt dann in der Ferne um. So, Book of Inferno. Nehmen wir natürlich mit. Die vielen Skelette könnten ein Hinweis darauf sein, dass Leric Doshen auf diesem Level ist. Ich dachte 4. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, wir werden es feststellen. Und wahrscheinlich dann, wenn es zu spät ist. Wobei er eigentlich in einem Raum ist, umgeben von sehr vielen Skeletten. Also man sieht das normalerweise schon. Es sind wirklich unnormal viele, die dann da in diesem Raum sind. Und dahinter taucht er dann auf. Und man erkennt ihn ziemlich deutlich, weil er ist einfach mal irgendwie, naja, 1,5 mal so groß wie ein normales Skelett. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das ist auch ganz schön, wenn das hier hinten so erleuchtet wird. So. Frechheit. Wird hier einfach beschossen. Die haben auch keinen Anstand. So, nach dieser Folge werde ich dann auch erstmal Schluss machen für heute. Ich bin ein wenig müde. Doch nach dem Tag. Momentan etwas viel Arbeit leider. Und deswegen leider auch sehr wenig Folgen im Vergleich zur Zeit, die eine Woche sonst so bietet. Das hätte ich gern anders, aber naja, hilft momentan nicht. Ich komme mit Diablo deswegen nicht so nach, weil auf der Arbeit doch recht viel los ist. Aber ich dachte, wenn man gleich mal so 3 an einem Stück aufnimmt, dann hat man erstmal wieder ein bisschen was. Und die Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Wenn es auch dafür sorgt, dass ich ein wenig verpeilter bin, als das sonst ohnehin schon der Fall ist. Das hier ist ein Captain, der ist natürlich dann ein bisschen besser. So. Mana Potion, ja, die trinken wir gleich. Die kleine. Gucken. Ich hatte das Gefühl, dass es damals so war, vielleicht habe ich das falsch im Kopf, dass diese Blitze durchaus weiter reichen, als das hier der Fall ist. Also nicht jeder, aber doch weiter. Aber vielleicht ist das nicht mehr so. Verändert worden oder es war noch nie so und ich habe es falsch im Kopf. Möglich ist es. Ja, wenn ich schon direkt vor dem stehe, kann ich den auch umhauen. Dann brauche ich nicht erst noch nach dem richtigen Spell suchen. Aber das hat ja was mit Effizienz zu tun. Und damit wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Ja, doch ganz schön rein. Ach, so ein Captain. Oh, ein grüner Bogen. Ein grüner Bogen? Moment. Es gibt grüne Bogen bei Diablo 1? Okay. Das wäre normalerweise, also wenn das nach Diablo 2 Logik geht, ein Set. Das ist interessant. Ja, ich werde beschossen. Können die mal damit aufhören? Ich muss jetzt hier diese wichtigen Bogen untersuchen. So. Da. Okay. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Das wäre ja echt interessant, wenn es hier Sets gäbe.
So, dieser Spell macht jetzt nicht ganz so viel Sinn eigentlich auf Einzelmonster. Ich müsste eigentlich auch schon wieder hoch. Und wir haben ja eine Town Portal Rolle. Die werden wir jetzt auch mal nutzen. Und ja, super. Und dann nach oben gehen. Man konnte übrigens mit diesen Town Portal Rollen im Netzwerk spielen, damals dupen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Diablo 1 hat keine besonders gute Protection gegen sowas und das war ziemlich nervig, wenn man dann in Netzwerkspiele gegangen ist und jeder irgendwie die gleichen coolen Unique Items nicht mehr ganz so unique hatte. Man musste irgendwie da was hinterlegen hinter das Portal, das dann draufcasten und dann im Prinzip das greifen und dann geht er aber gleichzeitig ins Portal, also ja. Und so kann man sich dann halt die Items vervielfältigen. Habe ich natürlich nie gemacht, deswegen weiß ich das auch so, wie das geht. Naja, man war jung und wir haben auch teilweise solche Spiele gemacht, wo wir einfach mal so Witzcharaktere erstellt haben. Gerade wenn wir dann mit mehreren gespielt haben, mein Bruder und ich, und er dann noch Freunde da hatte, dann haben wir so hochgezüchtete Charaktere reingenommen, die es im richtigen Spiel gar nicht geben könnte, mit Spells, die eigentlich normalerweise nur Monster haben könnten. Der hat sich dann total gewundert, also der Freund von meinem Bruder. Das war echt ganz lustig. Vor allem, weil er nicht gerafft hat, dass, naja, das kein richtiger, echter Charakter war. So. Das nochmal alles identifizieren. Mal gucken, was er sagt. Was das hier sein soll. Arctic Horn. Ja, ich frage mich ja, ob das wirklich so eine Art Z-Funktion ist. Also es ist grün und, naja, grün wären Sets. Gibt's eigentlich bei Diablo 1 nicht, das lagere ich mal ein, weil ich das doch zu interessant finde, um das einfach wegzuschmeißen. Können wir immer noch machen, aber vielleicht finden wir noch was anderes aus diesem Arctic-Set, wie ich es einfach mal nenne. So, die ist wohl, ja, der Bogen ist wohl ziemlich schlecht. Das hier... Doomsaw. Okay. Ja, 4 zur Stärke. Gut. Der macht 2 bis 6 Schaden. Also ist sogar schlechter als das hier. Und. Ja. Minus 100% Enhanced Damage. Das ist total super. Eine Axt mit einem Schaden von 0 bis 0. Die ist fantastisch. Die können wir leider nicht tragen. Also, das wäre natürlich eine der besten Waffen. Ich frage mich, was passiert, wenn minus 200% Enhanced Damage da stehen würde, dann würde wahrscheinlich es negativen Schaden geben, der schon wieder so hoch wäre, dass der die Monster killt. So, was haben wir hier? Einen kleinen Dolch. Tatsächlich echten Enhanced Damage. Vitality, Fire Damage. 2 bis 6 Feuerschaden zusätzlich. Das würde ja im Prinzip bedeuten 3 bis 10. Was ja schon fast besser wäre als das. Aber natürlich hat er nicht die Möglichkeiten, die der sonst noch bietet. Ich meine, so ein Dolch Necromancer wäre ja auch so ein bisschen Diablo 2 mäßig, wenn man das machen will. Aber in diesem Fall ja, werde ich das wohl verkaufen. So. Hätten wir das auch. Dann werden wir mal wieder runtergehen. Mal kurz ein bisschen schauen und ich denke mal, dann sind wir auch erstmal wieder am Ende der Aufnahmezone. So, das Town Portal geht natürlich zu, wie man sieht. Den killen wir eben noch. Noch ein bisschen hier alles weglooten. Schön, dass ich immer das treffe, was ich nicht treffen möchte. Es wurde mir nahegelegt, öfter wunderbar zu sagen. Das scheine ich wohl im letzten Mal oder in der letzten Folge sehr oft gesagt zu haben. Und das ist doch letztlich ganz wunderbar. So, dann nehmen wir das mal mit. Oh, hier sind aber viele von den Kleinen drin. Die können wir ja hier durchkillen. Not enough mana. Toll, not enough mana. Aber wir haben natürlich vorgesorgt. Und genug mitgenommen. Außerdem noch ein bisschen was gefunden. Dann trinken wir das mal weg. Laden wir in aller Seelenruhe den Gürtel auf.
Dann werfe ich da mal ein paar Blitze durch. Und dann sind die hoffentlich alle relativ schnell tot. Ich könnte natürlich auch mal wieder Inferno verwenden. Wobei ich Inferno nie besonders gerne verwendet habe damals. Das ist zwar eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich fand irgendwie immer den Schaden nicht so besonders. Mir hat Inferno irgendwie nie so gefallen. Weiß gar nicht wieso. Ich mochte immer gerne den Charge Bolt. Wobei der jetzt hier wahrscheinlich auch gerade nicht viel effektiver ist. Ja, da gehen wir auf Nummer sicher. So. Hier krebsen noch ein paar rum. Okay, ja. Das letzte Zeug machen wir jetzt hier mit platt. So, den noch händisch. Okay, dann gucken wir uns noch die Bibliothek an. Und wenn wir die dann haben, dann gehe ich nach oben. Außer ich sollte den Abgang noch irgendwo sehen. Heal, also gut. Schade, dass es noch keinen Multiplayer gibt. Das wäre echt fantastisch. Vor allem mit mehreren Leuten. Dann hier in Diablo 1. Muss man natürlich auch Leute finden, die es mögen. Aber ich denke, da finden sich schon Leute. So. Ja, mehr Magic oder mehr Vitality. Ich denke mal, wir könnten auch mal ein bisschen auf Strength gehen. Das könnte... Ich mache das jetzt so ungern. Allerdings fallen wir dann irgendwann zu lange oder später zu weit zurück. Erstmal Vitality. So. Ist ja erst Level 10. So, und dann... Werfen wir nochmal einen Blick in diese Bibliothek. Weil die kann ich nicht liegen lassen. Das geht auf gar keinen Fall. Da kann ich wieder nichts mehr tragen. Was aber Quatsch ist, wenn man alles lernt. So, mal schauen, was da jetzt wieder dahinter ist. Ja, super. Also, man kann es versuchen, dem auszuweichen, aber... Naja, in der Regel reicht dann doch die Zeit nicht. Selbst wenn man es hört. Man müsste schon sehen vorher und das kann man. Aber, naja, wenn man es nicht gesehen hat, dann müsste da schon ein sehr langer Weg von der Falle bis zu einem selbst sein, damit man dem noch ausweichen kann. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur nicht schnell genug. Na komm, nimm den noch mit. Nein. Wieder kein Mana mehr. Ja, momentan spiele ich eigentlich diesen Necromancer noch mehr oder weniger wie einen normalen Magier. Ich sollte mal mich ein bisschen mehr hier fokussieren auf diese Möglichkeiten, die er bietet. Allerdings, bis auf den Zombie, habe ich da jetzt auch noch nicht so viele große Unterschiede gesehen. Wobei der Zombie wirklich ganz nützlich sein kann. Der Golem nachher dann allerdings beim normalen Magier ist auch fantastisch, also mal schauen. Na gut, Dark Pact ist natürlich auch was Neues, also da muss ich vielleicht auch noch mal gucken, ob der dann vielleicht noch irgendwie doch sinnvoller sein kann. Also Austauschsprüche sind ja nicht immer ganz praktisch. Oder zumindest nicht in jeder Situation passend. So, hier ist offensichtlich nichts mehr. Gut, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, noch das Portal zu finden. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ah, ein bisschen Platz haben wir noch. Wir können durchaus noch ein paar Sachen mitnehmen, zumindest blaue. Die dann entsprechend verkaufen. Ach so. Okay, das habe ich offensichtlich eben übersehen. Auch Königs... Also die... Ja, Krypta von Leoric scheint überarbeitet worden zu sein. Und scheint sich jetzt in einem extra Level zu befinden. Also normalerweise, auch genau wie beim Butcher, war Leoric auf
dem entsprechenden Level, wo man ihn angetroffen hat, einfach drin und umgeben von seinen Skeletten. Und jetzt scheint es so zu sein, dass auch er wieder entsprechend in einem extra Level ist. Finde ich ganz spannend. Gut, das werden wir uns auf jeden Fall das nächste Mal anschauen. Und selbst dann werden wir dabei elendig verrecken, weil ich das einfach viel zu interessant finde, als dass ich das auslassen könnte. Aber ich heb mir das für das nächste Mal auf. Gut, die kleine Bibliothek nehmen wir natürlich noch mit. So, mal die Störenden beseitigen. Wechseln wir mal auf Holy Bolt. Die Captains da umzuhauen. Ja, toll. Das ist jetzt ein bisschen doof. Normalerweise sollte der Holy Bolt eigentlich ein bisschen besser reinhauen. Den muss ich wahrscheinlich noch höher bringen. Das werde ich auf jeden Fall auch tun, bevor ich dann zu Lyric gehe. Ihn entsprechend höher bringen. Den Holy Bolt. Und da sind doch tatsächlich noch zwei. Einfach entkommen. So. Inferno. Können wir das mal lernen. Das auch. Healing. Und hier ist noch ein Buch. Oder auch eine Schriftrolle. So. Ja, dann gucken wir doch nochmal hier um die Ecke. So. Die haben wir eben um. Ja, aber ich sehe jetzt leider nicht den Teleporter, den ich hier mir erhofft habe. Wahrscheinlich ist er genau hinter der nächsten Ecke, aber davon könnte ich jetzt noch 10 ablaufen, da wäre dann immer noch nicht. Also, naja, werden wir jetzt halt einmal hochgehen in die Stadt und entsprechend dort wieder mal verkaufen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann auf jeden Fall mal die Krypta an von Lyric. Da bin ich echt gespannt, wie die das jetzt umgesetzt haben, denn auch das ist ja wieder verändert. Wo war denn der Aufgang? Ach, da hinten. Ja, bin ich doch tatsächlich in die falsche Richtung gelaufen. Ja, es sind doch einige Überraschungen und Neuerungen hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist irgendwie nochmal eine Spur runter. Ja, okay. Da wollte ich eigentlich nur kurz schauen, ob da vielleicht die Portalsteine sind. Aber das ist nicht der Fall. Leider kann ich es immer bei diesem Spiel nicht lassen, dass ich nochmal irgendwie um Ecken gucke. Weil es immer irgendwas Spannendes gibt, was man nochmal sich anschauen muss. Aber das lassen wir jetzt. So, hoch in Level 2. Level 3 wird dann eh wieder neu generiert, das nächste Mal, wenn ich da bin. Dann werden wir jetzt mal zurückrennen. Entsprechend zu der Stadt oder in die Stadt. Ja, jeder, der uns hinterher läuft, wird geröstet, wenn er zu nahe kommt. So, hier sollte eigentlich der Raum sein mit dem Portal. Jetzt machen wir diesen Sarg noch auf. Das Geld nehmen wir noch mit. So, ab nach Tristram. Map zu machen. Sieht ja irritierend aus. Einmal identifizieren. Fine Armor of the Dark. Na. Sieht ja schon mal ganz schick aus. So vom Namen. Da ich ein Necromancer bin, ist ein Armor of the Dark natürlich auch gerade mal dark genug für mich. Höher Leitradius. Ja, das ist ein bisschen besser. Mal gucken, ob das. Nee, ist leider noch keine dieser Rüstungen, die einem besser aussehen lässt. Also, behalten wir mal die Vorteile. Naja, die
paar Vorteile, die das Ding da bietet. Gegenüber diesem. Es ist gelb. Man kann nicht einfach was Gelbes wegschmeißen. Das geht nicht. So. Ja, das soll es gewesen sein. Einmal reparieren. Das Geld bewundern. 6000 Goldstücke. 6500. Ja, damit würde ich sagen, ist die Folge auch erstmal beendet. Und wir hören uns dann wieder das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.